Tankstelle einzufinden. Tag, Henry. Oh, guten Tag, Sir. Damit drehen Sie die Eier. Was ist das? Oh, mein Gott. Oh, perfektes Timing. Ich hatte gehofft, dass Sie noch schlüpfen, bevor ich zum Schiff muss. Henry, warum haben Sie bitte nichts gesagt? Ich bestehe darauf, bei der Geburt dabei zu sein. Ja, komm schon. Komm schon, mein kleiner Kerl. Na, komm schon. Ja, gut. Schön drücken, streng dich an. Wo bleibst du denn? Ja, komm, zeig dich. Streng dich an, kräftig drücken. Drücken. Das machst du großartig. Oh. Kräftig drücken, komm schon. Na, komm schon. Na, bitte, du hast es geschafft. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Ja, so ist es gut. So gewinne ich Ihr Vertrauen. Ich war immer dabei, wenn so ein kleines Geschöpf das Licht der Welt erblickte auf dieser Insel. Naja, aber willkommen bei denen, die in der Wildnis geschlüpft sind. Sie können sich in der Wildnis nicht fortpflanzen. Populationskontrolle ist eine unserer Sicherheitsmaßnahmen. Nee, Schatz. Es gibt keine unkontrollierte Fortpflanzung im Jurassic Park. Und woher wissen Sie, dass Sie sich nicht fortpflanzen können? Weil alle Tiere im Jurassic Park Weibchen sind. Ah, ja. Wir haben sie genetisch so geschaffen. So ist brav. Kleiner. Oh mein Gott. Die Bluttemperatur scheint bei über 30 Grad zu liegen. Wo? 31. Romeo Hotel. Aha. Und die Temperatur bleibt konstant? Ja. Das ist unglaublich. Oh. Also die Frage ist doch, woher wissen Sie, dass alle weiblich sind? Läuft da jemand im Park rum und guckt den Dinosauriern unter die Röcke? Wir kontrollieren Ihre Chromosomen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Alle Wirbeltier-Embryos sind sowieso von Natur aus weiblich. Sie benötigen nur ein zusätzliches Hormon, das im richtigen Entwicklungsstadium dazukommen muss, damit sie männlich werden. Doch das enthalten wir Ihnen einfach vor. Enthalten es Ihnen vor? John, eine derartige Steuerung, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolutionsgeschichte eins gelehrt hat, dann doch das, dass das Leben sich nicht einsperren lässt. Das Leben bahnt sich seinen Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich. Aber so ist es. So ist es. Wollen Sie damit andeuten, dass eine Gruppe, die ausschließlich aus weiblichen Tieren besteht, sich fortpflanzen kann? Nein, ich sage nur, das Leben findet einen Weg. Was für eine Spezies ist das? Es ist ein Velociraptor. Hier werden Raptoren gezüchtet.